Wir lesen uns in 1. Johannes, Kapitel 4, saß hier und sagte, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. In Matthäuse, wir möchten uns ganz herzlich grüßen. Gottes Segen, Menschen, und ein Gruß von der Gemeinde Thuis wieder zu geben. Wir wollen uns von der eben nur denken, was die Bibel eben den Deutsch sagt, ein bisschen mehr, aber nicht bloß über den Deutsch, sondern wer sei wie in den Deutsch. Was für eine Rolle spielt wie in den Deutsch von unserem Herrn Jesus. Und du, Herr, habe ich bewusst diesen Vers gelesen, wo er sagt, Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Denn 1. Johannes, der redet hier viel über die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus. Und das ist eine Voraussetzung. Also wenn ich nur nicht so sage über die Gemeinschaft von unserem Herrn Jesus, von der der Falschen war unfehlen, aber das ist voraussetzend, dass wir eine enge Beziehung mit unserem Herrn Jesus führen. Eine enge Beziehung meint einmal auch, dass wir beten und viel beten. Das meint, dass wir Bibel lesen und immer wahrer die Bibel lesen. Aber das meint noch mehr als dort. Eine Beziehung mit Jesus meint auch, dort uns ganze Leben strukturiert oder mit einem taub ist. Dort, wenn wir über Tag denken oder über nur denken, dort wir dann auch über unseren Herrn Jesus, über unsere Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus, über nur denken oder in Gemeinschaft sein, besser gesagt. Und dort nicht die Deins, in denen wir sind, wo wir für den Herrn Jesus tun, da kann sein Desaster im Heim, in der Kindererziehung, jemand in der Sonntagsschule, in einem anderen Dienst, in der Gemeinde oder Missionsdienst oder irgendwas was. Dort nicht die erste Platz in uns Leben kriegen wird. Und ich glaube, wobei in der Zeit, wo wir leben, ist es manchmal unsere Neigung. Und ich rede von ihren Erfahrungen. Dass einer manchmal kann so begeistert oder so trocken und vertieft sein in der gute Arbeit, die wir für unseren Herrn Jesus tun, wo er selbst uns nennen gestalt hat, dass diese Begeisterung uns mit einmal irgendwo die Zeit oder die Wichtigkeit wahrnimmt von der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus. Von was rede ich? Ich rede von dort ich oder du vielleicht können uns gerade den Port von unserem Tag gespannt haben für den Herrn, indem wir vielleicht auf eine Sitzung sind, indem wir auf ein Unrecht sind, indem wir einen Besuch merken, und wir haben den ganzen Tag gute Dinge tun, aber ab irgendeinem Tag merken wir mit unserem Herrn Jesus, haben wir uns wenig zu tun gehabt. Wir haben uns nicht viel Gedanken über Arm gemerkt. Wir sind zu trock gewesen, vielleicht zum Beten oder zu begeistert gewesen, mit irgendwas, um noch über sein Wort nur zu denken. Also dort werden wir so durch diese Predigt auch in Denk holen, wenn ich dort nicht einmal war, wo ich erwähne, aber dort ist wichtig. Dort ist die Voraussetzung. Aber nicht nur unseren Tagsvers, in Markus Kapitel 6, du in den 30. Vers, in wieder, dort ist den Tags, den wir lesen wollen. Und hier dann noch Kirchen, was lehrt die Bibel uns, wer sind wir im Deutsch? Wir haben gekickt, wer wir im Kampf sind. Und nun werden wir kicken, wer sind wir im Deutsch? Wir lesen uns dort, Markus, Kapitel 30, du sagtest, und die Apostel trafen sich bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sagte zu ihnen, kommt nur ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig aus. Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie fanden nicht genug Zeit, nicht einmal um zu essen. So fuhren sie in einem Boot zu einem einsamen Ort für sich allein. Aber die Menschenmenge sah, wie sie wegfahren. Viele erkannten ihn und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin, kamen ihnen zuvor und liefen zu ihm. Und als Jesus ausstieg und eine große Menschenmenge sah, da taten sie ihm leid, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten,
dieser Ort ist einsam und es ist schon spät am Tag. Entlasse sie, damit sie in den Höfen und Dörfern ringsum gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Jesus aber antwortete ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sagten zu ihm: Sollen wir denn gehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sagte zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sagten sie: 5 und 2 Fische. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle gruppenweise auf dem grünen Gras lagern sollten. Und da setzten sie sich in Gruppen zu je 100 und je 50. Und er nahm die 5 Brote und 2 Fische, sah auf zum Himmel und segnete sie, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen vorlegten. Auch die 2 Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Danach sammelten sie die 12 Körbe voll Brocken auf, dazu noch Fischreste. Und die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Schöne fremde Begebenheit, habe sicher auch viel moliert. Aber egal, wo fährten wir die Hirten, die Botschaft ist immer wahre Kraft, weil Gott sein Wort. Und hier lesen wir uns, dass die Jünger, die kommen noch an und sie vertrauen Jesus voller Begeisterung. Und wenn wir kicken dann in Vers 7, bei 13, du lesen wir uns, dass hier auch die Jünger tausig und sagt, sie sollen rütgehen und sie tun das dann und kommen voller Begeisterung drei. Eine ähnliche Begebenheit soll wie auch in Lukas Kapitel 10, wo er der Rütschecken dort und dann kommen die so drei und dann sind sie so begeistert und sagen, was sie alles haben können tun im Namen Jesu. Die böse Jester übertrieben und die sind nicht ungedun gewasst und so sind sie voller Begeisterung. Und doch wohl wird die Begebenheit hier ähnlich. Dort heute diese Jünger aus der Rütigung werden und sie kommen drei. Du hast irgendwo ein Gefühl von guten Erfolg, den wir gemerkt haben. Wir haben es fein getan. Und das ist ja immer ein Gefühl, wenn du Erfolg hast, dass ihr nicht nur der Reiche steht jetzt. Oder dass wir du nicht reich mit umgehen. Und wir fallen uns irgendwo mit einmal so wichtig zu sein in diesem Erfolg oder wo du gerannt hast. Also das Erfolg jeft schwind in Gefühl von wie kann. Wie wollen das kennen? Wie sind die? Nun ruft Jesus Apport und sagt, hey, kommt, wir machen hier schon mal ein bisschen auftanken. Ich fand das interessant, was hier passiert. Das sagt du, in der Apostel trafen sich bei Jesus und vertalen am alles, was sie getan haben und was sie gelehrt haben. Noch einmal Trainer Lukas, du sagst ja heute, sieht nicht so Frau Eva dit, sondern freut ihn, dass deine Nummers in Lebensbuch geschrieben sind. Aber hier nun in den 31. Vers, hier sagt er, und er sagt er, kommt nun alle Nummi abseits an einen einsamen Ort in Freifjüntenbassie. So wie man mit einmal das Freifen ist, vielleicht auch christlich, ja. Und Jesus sagt, komm, wir sollen ihn mit freuen. Vielleicht doch so, also, denk du mal ein bisschen über nur, was gerannt ist. Und dort diese Sachen reich einstufen. Dort sagt hier, willst du werden so sehr viele Menschen beernt, die kommen in Jing, und dort sie werden so drauf, so haben nicht mal Tee zum Eten. Ich weiß nicht, ist euer Werk von Tredenken an eine Zeit in dein Leben, wo das so drack wie Gaude zu tun, du hast mäßig mal Zeit zum Eten. Das wie hier auch so. Die werden so drack Gaude zu tun, sondern mäßig mal Zeit zum Eten. Viel Anstrengung. Und Jesus sagt, guck mal her, wir wollen ein bisschen an eine andere Zeit fahren, du wollen Zeit haben zum Eten, du wollen Zeit haben, wenn uns mit Freien kommt. Wo Jesus hat eine Absicht in das, dass wir nicht
dort die Menschen am dort überrosten, wenn ihr nur so dort han kämmt, gut würde von heute, wenn vielleicht mal erst hier. Die Menschen, die wissen, wo es hingehen, und wenn sie durch Hand kommen, dann sage ich, die Menschen werden all viele verabt daran und werden da all. Also, du wirst nicht Titem freuen, du wirst nicht Titem eten, du wirst bloß noch ein Tedern und dort das schaffen. Wie also sage ich dir, in den 32. Vers, dass sie fuhren an einen einsamen Ort, und an der 33. sagt, aber die Menschenmenge sah sie wegfahren, viele erkannten ihn und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin und kamen ihm zuvor und liefen zu ihm. Und dann, als Jesus ausstehen wird, dann sieht er die große Menschenmenge durch, in anderen der Saal Leute, anderen der Menschen wirklich Leute. Die Jünger gingen manchmal anders an. Aus dem Mammes, die Kinder nur Jesus bringen wollen, und sagen, oh, wach mal, das ist Mord. Das passt nun nicht. Jesus wie anders. Er sagt, anderen der Menschen so Leute. Er sieht dort, dass ein Schub, der kein Hort hat. Und dann fängt der Arbeit wieder an. Also wir sollen hier, Jesus merkt für die Jünger ein Weich, er lädt ab ein Weich, todet anmähliche. Die Jünger wollten immer noch nicht am Wort hier jetzt. Die Jünger wollten noch nicht die Zukunft, sie wollten bloß dort, wo sie hier sollen. Und dort ist, wir sind so ermäut, wir haben so geschafft, Jesus will haben, wir sollen die Titanten eten. Und dann ans Freven, und nun kriegt das jeden passiert, nun schaffe ich mal richtig los. Also hat ein großer Mitleid, wo wir uns von dir auch kennen, Frauen, haben wir ein Mitleid über die verlorene Welt. Dann uns die Leute, mank uns fehlt, was wir zu tun haben, all unsere Abgaben, die wir zu erledigen haben, manchmal nicht Zeit zum Essen, nicht tief im Hansaten und Freven, mag wie die Menschen noch? Und dann uns die Menschen Leute, die so sind, aus Schub, die kein Hör haben. Dann sage ich das hier in der Funk an, und es steht sich zu Freven, und es steht zu Eten. Dann fängt er an, und fehlt zu lernen. Wir würden sagen, das hat nicht ganz geklappt, was Jesus will. Aber vielleicht schafft das ein anderes Mal. Aber in Wirklichkeit wird es nicht so. In Wirklichkeit wird es so, dass wir für Jesus noch mal rutsch, wie können sein, die Pista des Spiegel, nicht? Wenn wir mit dem Jet mit fliehen wollen, dann ist ja das auch ein bisschen stört. Dort hat die dich abstehen, dort hat die Hand vorn, und dann sind wir nicht ganz tätig genug, und dann machen wir noch Buse, und dann sind wir stressig, wenn du so lange fehlst. Und dann endlich durch Security und alles, und dann wo wird das dann sein, durch wohne der Exolgon, dann endlich habe ich der gefunden, und dann löwe noch ein Stützchen, und dann jette der ab, und dann endlich saht wir uns im Jet Hahn, und dann fallen wir so, nü, können wir geloten sein. Nü sind wir wo wir nü können geloten sein. Aber dort meint er noch lang nicht, dass wir am Ziel sind. So meint nicht, dass wir noch mal gut zurückkommen, loslassen. Und so sage ich das hier auch, dass wir endlich noch mal gut tun, wo die Geschichte wirklich anfängt. Man all das, was sie erlebt haben, in der Tag, die ging wieder, die Glocken ging wieder, dass wir nicht, dass das alles bloß ist wieder. Wir lesen ja das hier bei 3 Minuten alle. Wieso wird das nicht? Der Tag fängt morgens an und ran. Und nun werden sie hier mit den Menschen in sie schaffen. Und dann in den 35. Vers, du ich lese, wie aus der Tag mehr vorbei wird. All das dran so durch den Tag. Und dann, aus der Tag mehr vorbei ist, dann kommt es, ich muss richtig zu dort anmählen. Aber nun wird alles schwierig. Nicht Tiet, nicht Freven, nicht Eten. Nu wordt weer nogal amelig. Nu komen ze ter het amelie. En dat is, Jezus zegt met eenmaal te eind. Oké, eerst moet de jinger komen en zeggen, Jezus, zet u niet wat hier passiert?
Wir möchten Jesus auch einmal Ruhe geben, nicht? Der wird nicht alles an. Und dann möchten wir Jesus sagen, wo steht nicht an, was hier an? Schaut mal in der Klock, dort zu laut. Hier sind über 5000 Menschen. Hier ist kein Ochse, hier geht nichts zu kaufen. Denkt doch mal immer noch. Es steht. Ah ja, sagt Jesus. Aber Jesus ist es ja nicht so, dass er mal denken gehalten. Er weiß, was er will. Er hat einen Klon in das. Und nun kommen die Jünger mit ihrer Gaudi hier und sagen, hey, nun ist es Zeit, diese Tante lohnen. Der hungert auch. Dann da haben wir nicht gegeten. Perhaps wir haben da haben nicht gegeten. Und nun ist es dort in der Darpa gehen und essen können. Und hier kommt dort Amelie. Aber nun wird es schwierig, nun kommt dort Amelie. Jesus sagt, ihr geht zu essen. Wie der essen geben? Das wir haben ja nicht mal für uns essen. Wir haben ja daher nicht hier. Nun sagst du, wie sollen diese Menschen essen geben? Allmählich. Ich glaube, bei den Jüngern wären in diesem Bett so, als wie Mennoniten, wie gleich ein Rüttgefahrer zu sein. Okay, du weißt, wie sollen die essen geben? No, aber nun schafft das nicht. Wie hand hier nicht, das schafft nicht. Bitte, wir sind doch noch nicht uneng. Manchmal kommt es so fair, nur weil wir eng sind, aber dann. No, wir können nicht an eng sein. Und so wie mit den Jüngern. Die wären um eng, aber dann wären sie doch nicht an eng. Meinst du, wie sie angehen, für 200 Denare Braut kaufen für diese Menschen alle? Wir kommen so für Jesus hier für eine Amelie abgehoben. Und wir sind so klug, dass sie doch noch waren bei. Ja, wir wollen das. Aber wir meinten, dort endet, was sie sagen, das drehen sie mit dem Kopf. Nächstes. Meinst du wirklich, das wird wie dumm sein? Für 200 Denare gehen Eten schalten, das ist ja allmählich. Wir sehen in der Bibel manchmal, dort Menschen fühlen sich so, wie wollen was handkriegen. Aber solche Bibel soll wie auch immer wahr, dass Gott den Mensch dort lehrt, du kannst nicht echo. Und er lehrt den dort wahr, du kannst nicht, aber echo. Wie sollen dort zum Beispiel aus David und Goliath, du wirst das Volk Israel, der bekennt nicht. Und Gott besiegt ihn. Gott weiß dort, was für ihn allmählich ist, als für mich noch lang nicht allmählich. Jonah soll dort nur Nineveh gehen predigen. Am Leute nur Amelie sagt. Gott weiß, am das schafft. Wir lesen uns, dass der Sira einmal nur Elisa kam in 2. Könige, Kapitel 6, Vers 15 und Bad 17. Du lesen wir uns, dass der Sira kam und du wir empfehlen, dass der Knecht Morris absteht und er sieht all diese Fien, Ram und ihren Boy, du. Er hat so eine Angst und er kommt nur Elisa und sagt, was soll das bloß werden? Was wird nun passieren? Was soll wir tun? Und Elisa betet Gott und sagt, merkt am der Ürnub. Und er merkt am der Ürnub und dann sieht er den ganzen Boy voll vier Gewehr und der in Ehre sieht. Und Gott schlägt ihr das Volk mit Blindheit und so gewähnt der, oder so der Gun weich. Aber das läuft in einem Moment allmählich. Für Gott wird allmählich. Wenn Gott uns die Ohren können auch gut merken, dann mit einmal war wir sein, wie kann ich über heute kommen, mit unserem Gott her, wie über die Wand springen. Paulus und Silas wären im Gefängnis, Leute allmählich dazu würden rücken. Und dass die nicht so allein, dann wären die Gefängnis deren ob. Wenn wir die Begebenheit von Mose bekicken, da kann man ab irgends mit dem Kopf drehen. Der arme Mose. Er wusst ab, Gott hat einen besonderen Zweig für ihn und er wusst ein Königshus ab, um dort er Luther soll das Volk Israel aus der Ägypten ihre Hand rütteln. Und das Mose weiter, das ist meine Abgabe, er irgendwo versperrt dort. Und dann fängt er mit einem Fuß an. Er schlägt einen Ägypter dort. Wir haben ein kleiner Anfang, aber das wird der Anfang. Und dann merkt der König dort und er merkt, das wird nicht schaffen. Er rennt um sein Leben. In der Wüste, dort wo er wohnt. Nicht ein Jahr, nicht zwei Jahre, viele Jahre. Dort sitzt er endlich, er hat verfehlt, und seine Geschichte ist durch.
über nur viele Jahren, wird für uns allmählich sitzt und sagt, raubt Gott an sich so eine neue Zeit, nie kann. Erst wie der Mose, wird er sich vor Gott ran und schaffen, dass wir nicht zwischen einem so clean geworden sind, dass er sagt, nein, Gott, nun nicht, ich komme weg. Wenn ich vielleicht nichts gelehrt habe, einen Tag gelehrt, mit mir ist es nicht, ich komme weg. Wenn ich Gott kriege, dann kann ich die Brücken, dann kann ich weggehen. Und wir kennen die Geschichte, dort wird allmählich Leute, Gott führt das Volk wunderbar, durch Mose seine Hand in das Land Ägypten. Die Korinther hatten eine schwere Situation, Sünden in ihrer Gemeinde. So wie im Falsch mit dort angegangen. Ich denke, wenn wir in der Gemeinde gewesen wären, wie wir gesagt haben, das ist durch. Das ist allmählich. Das hier noch kann wahrscheinlich nicht rauskommen. Aber Gott schon genug. Elia, der befängt sich mit meist tausend gottlosen Priester am Berg Karmel, der Ehrengott rauben und anbeten, und heute steht allein. Und Gott bezeugt sich. Wahrer, was allmählich ist, ist nicht allmählich. Nun kommen wir hier in eine Begebenheit, und du sind viele Menschen, in Jesus sagt, der Ernt, jift jede zu eten. Und jetzt eine Amelie abgehoben, die Jünger kennen das nicht. Wo wen wird eine Amelie abgehoben für Ernt? Ich glaube, wenn ein Doll denkt, irgendwie sind wir Mäut. Wenn ich Mäut bin, denken sie anders, als wenn ich gefreift bin. So für die Jünger. Ich glaube, eine andere Ursache, warum das für Ernt amelie wir, wenn sie haben selbst schwer geschafft und nicht gegeten. Das nächste Werk soll eine Schmerz gebracht zum Eten, sie werden gleich vorbereitet für das. Der andere Ursache, warum das allmählich wird, wenn die Herd wird viel zu groß. Und eine kleine Gruppe wird, dann wird noch allmählich hätte gewusst. Und eine andere Ursache, warum das allmählich wird, dort werden sie haben für jeden, mit wem taub sie werden. Wie für jeden auch manchmal, mit wem taub wie gehen. Die Jünger haben für jeden, wie sind die mit Jesus hier taub? Wenn Jesus sagt, hier ist zu essen, dann brauchen wir uns keine Sorgen merken. Wenn wir sind mit unserem Messias taub. Und das Wort schaffen. Aber die Jünger lebten noch immer in einer Kraft. Dann immer noch nicht gelehrt, die Kraft ist nicht in uns, die Kraft ist in Jesus. Es ist nicht auch durchwegen, dass uns manchmal die Dinge so schwierig sind, weil wir gehen noch immer mit einer Kraft. Wir denken, wir machen mit einer Kraft alles, was herstellen. Die Jünger, die denken, das erste und 200 Denare, dass wir mindestens 200, also dass heute eben ein halbes Jahr Arbeitslohn, während sie vielleicht Luther Tiet wenig annehmen gehabt haben, wenn sie gingen mit Jesus taub. Sie kickten das Fuß von dieser Seite. Also 200, Judas, wir reut sind Jesus für dartig zu verkaufen. Und hier bräuchte es wenigstens 200. Wo sollen sie nun hastig über 5000 Menschen eten geben? In der Stadt, wo nicht mal Hieser wären, wo nicht mal Sturz wären. Sie das so lesen, da killt Stahl, okay. Wann von der Vermehrung zu uns gesagt wird, weißt du was? Klock 12 sollst du für 5000 Männer Eten reut haben. Er würde wirklich sagen, wach mal. Ich sage nicht reut, hat ja uns euer soll sein, all diese Dinge. So, das wird übrigens schwierig. Weil von der haben wir sind hier auf einer Stadt, wo Gas ist, wo Uwe sind, wo Sturz sind, vor uns zu kaufen. Und die meisten von uns würden sein, ich nicht. Man je will und je kann, aber bei mir ist das zu hostig. 5000 Menschen nicht hostig eten geben, dort ist mir schwierig. Dort ist mir allmählich. Das ist eben schwer, all die Kirchenlied, die alle täglich von den Kirchen im Restaurant fahren, die alle eten geben, das sind noch keine 5000. Und nur 5000? Das wird schwierig sein. Einige von ihnen sagen, was wird schaffen? Ja, das wird. Aber hier wird es anders. Die wären nicht bei ihrer Kirche, die wären nicht im Korridor, wo Sturz wären. Und Jesus sagt, gib je, die zu eten. Dann sollen wir das Nächste. Also, was passiert
in Jesus seine Hand. Wenn den ich in Jesus seine Hand komme, was passiert dann? Wir sollen hier auch endlich die Frau, die Jesus entstellen, der dort ist, wie können seine religiöse Frau? Jesus fragt ihn, wie viel hast du? Wenn Jesus uns fragt, wie viel hast du? Du, wie nicht kriegt dort, was der Jünger? Ich will mal checken. Ich kann noch was Geld abzuwiesen, ich kann noch was es vor, so ich kann noch was geben, ich kann noch was. Dort ist ja was Religion ist. Dort, wo du hast, brauchst du bloß noch ein bisschen Dollar, ein bisschen beten, ein bisschen länger. Jesus will entleeren mit dir dort, wo du hast, ist nicht. Erkennt doch mal. Dort, wo du hast, dort ist nicht. Wem wird sein 5 Brot und ja 5000 Mohn, mehr früher sind Tänger. Wir hören manchmal von in der Verfolgungstid oder in Kriegstiden, wo Menschen sich irgendwie unter Schlacht behandelt haben. Ich hatte gerade ein Zeugnis, wo jemand, ich allein, 2 uns Brot und ja 20 oder 40 Menschen verdeult wird. Und er sagt, dann muss sie abpassen, wo sie dort aufschneiden, deuten, dass dort überhaupt nicht bloß das Bizio, was aufgeschnitten war, zu nisch war. Du meinst, jeder eine ein ganz, ganz, ganz kleines Bizio krieg. Ähnlich wurde es hier sein, nicht? Du hast 5 Brot, und du hast hier nur 8000, da hat 10.000 Menschen, und dann sagen alle, ein Bizio von der Tieren würde sein, na, no, das essen wir schon, ja, da. Wir können das nicht mal so clean zwei mehr, dass der alle wenigstens schmecken kann. Das würde nicht mal schaffen. So, das ist nicht. Wir haben nicht. So, ich bringe das nur Jesus. So, gehen segnen dann diese 5 Brot, 2 Fisch. Und dann geben sie den Herrn Jesus dort. Und er kickt ab in den Himmel. Ich wünsche euch, dass wir mehr abkicken in den Himmel. Weil alle gute Gabe kommen vom Boden. Jesus, er kickt ab in den Himmel und er sehnt dort. Weißt du, was das meint? Er sehnt dort. Wenn Jesus sehnt, der dann vermehrt dort. Jesus, er sehnt, er vermehrt und dann fangen sie an, ihn zu teilen. Und Jesus will entleeren, weißt du, in meiner Hand, ich bin der Hersteller. Jesus ist der, der dort merken wird. Jesus ist der, der dort vermehren wird. Heute ist der Hersteller. Verstehst du, wie Hersteller meint, wird merken? Wie in unserer Umgebung, wir haben ein herstellerisches Denken. Wir denken an, wenn der andere da kommt, dann kann ich auch. Aber wir denken wird anders. Wir denken, wenn der andere da kommt, dann kann ich was betret. Dann kann ich was geratet. Wenn jemand was gebüht hat, dann kann ich was doppelt bühen. Und wenn der eine was büht, dort ein Plänen fliegen kann, okay, dann kann ich auch was bühen, dort das Versalz fliegen kann. Dort ist ein herstellerisches Denken, was wir Menschen haben. Wir sollen durch einen Klumpen Breder und dann denken wir so, ich kann von dort was merken. Ich kann von den Brüdern kann ein Hundshüschen merken, oder ich kann ein Hüß bühen, ich kann einen Schott merken. Ich will was herstellen von den Klampen Brüdern. Und dazu gehört das, wie sie denken, beim Brüderklampen. Aber manchmal bringen wir diese selbe Mentalität in die Bibel rein und sagen, wie kann was merken? Die Jünger haben auch das Denken. Jesus weiß ja, ich kann nicht. Aber wenn das in meine Hand kommt, sagt Jesus, oder er weiß dann dort, du jetzt was zu merken. Und dann sagt er, wie ist der Jünger hier, und weißt du, was Jünger abgewiss im Deutsch? Jünger abgewiss nicht, was zu merken. Jünger abgewiss dort, was ich, Jesus, was ich gemerkt habe, dass die dort verdäuen unter den Menschen. Dort ist Jünger abgewiss in den Deutsch. Und die Jünger tun dort. Und die Jünger merken mit einmal, er hat 200 Denare, schafft nicht, alles schafft dich. Wenn Jesus dort hat, dann wird er genug. Und sie haben so eine schöne Abgabe. Sie können Jesus in die Hand nehmen und dann können sie den Menschen dort bringen. Und dann schauen sie drehen Jesus in die Hand in sein Name und dann brachten sie den Menschen dort. Das macht einen schönen Jungen. Das wird stresslos gewesen. Das wird nicht Kopf, weil die auch gejäft haben. Aber wer will das bloß tun? Sie haben nicht mehr einmal, sie erlebten nicht mehr einmal, wir haben eine viel leichter abgewusst, wie wir dachten.
unser Abgewiss bloß immer war, von Jesus seine Hand zu nehmen, in den Menschen dort zu bringen. Mit ihren Krieg soll es unser Abgewiss zu verdäuern, unser Abgewiss nicht herzustellen. Unser Abgewiss von Jesus dort zu nehmen, in unsere Familie dort zu verdäuern, in unsere Arbeit dort zu verdäuern, in der Evangelisation, in der Jüngerschaft, in der Seelsorge, in der Predigt, der Mames in Kinder erziehen oder auch der Furasch, wenn wir Probleme lösen wollen, wenn wir nicht einen Durchblick haben. Viele von unserer Mentalität ist, da muss ich was bühen, da muss ich nur was herstellen. Wenn ich das Problem lösen will, dann muss ich was herstellen. Und Jesus lehrt uns, nee, das ist seine Abgabe. Unsere Abgabe ist, zu verdäuern. Immer war er, dort in seine Hand zu nehmen und dort zu verdäuern. Nicht wieder und dort, sondern Jesus tät er. Wenn wir dort mit dieser Einstellung wollen, dann wollen wir eine neue Freiheit in Jesus finden, eine neue Freude in Jesus finden. Wenn wir mit einmal sagen, wie angeworden, wir sind Austeiler von göttlichem Reichtum. Wie können wir dort? Dort ist hier auch so in unserer Fub so, dort wenn wir was haben, und jemand ist bedürftig, und wir können den Bett in unsere Fub nehmen, wir können den geben, wir können Bett was verdäuern, dort merkt glücklich, dort ja schön. Das ist ein Segen. Wir können jetzt noch viel mehr. Wir können himmlische Reichtümer in Gott seine Hand nehmen und wir können das an den Menschen verdauen. Haben wir Christen nicht eine wunderschöne Abgabe, göttliche Reichtümer zu verteilen, nicht herzustellen, sondern zu verteilen? Wie Menschen, wie sein Unterschuss Gott. Wie Menschen, wenn wir eine Versöhnung haben mit jemandem, wir haben uns versaht und wir versöhnen uns, dann dürfen wir dort mindestens so viel, dass dort war okay ist. Jesus tät anders. Jesus, wenn man heute versöhnen tät, dann ist dort eine völlige Heilung. Wenn wir geben und den Nächsten, ich sehe auch, wenn wir von uns den Nächsten mit geben können, sind wir glücklich. Aber ist es nicht so, wie geben muss, so viel, dass der andere auch dann affens genug haben. Wie kann nicht mal so viel geben, dass er einen Überfluss hat, aber wenn Jesus jaft, dann jaft er einen Überfluss. Wenn wir wollen anfangen, dort zu verdäuen, was er uns unvertraut hat, du brauchst niemals Angst sein, du wirst nicht genug sein. Du wirst immer ein Überfluss sein. Du kannst genug von ihm holen, du wirst genug sein und du wirst auch genug wiedergeben können. Wenn wir ihm halten, wann er da wieder. Wenn wir uns hier schuldig fühlen, nicht? Den sollen wir halten, du sollen wir beifuhren. Aber freiwillig, wo neuer? Jesus hat bald freiwillig und heute wird er nicht schuldig, uns zu halten, und heute hat er und heute bald an, dass er das hier in Welt hat. Wenn wir dahin tun, die zweite Mal gehen ist auch manchmal ein bisschen schwer, nicht? Jesus ging viel mehr als die zweite Mal. Training am Anfang, wie sollen das die Jünger, so wie ein Mäut, so wie ein Hungrig. Und nun haben sie etwa 5000 Menschen gegeten. Die haben jässlich gegeten, die haben körperlich gegeten. In die Jünger auch. Und was lesen wir uns? Wir lesen uns, und du bleibst noch etwa. Du bleibst noch ein Körperfall für jeden ein etwa. 12 Jünger, 12 Körper. Dort mein Jesus orient gejeft in Überfluss und dort sie können noch wieder verdäuern. Sie können diesen Segen noch wieder geben. Wird ihnen so erst Gott sein Segen. Der regt Eva. Der wird nicht für zu allen. Bist du reu, deine Hing in seine Hing zu leihen? Bist du reu, arm zu vertrauen, auch du, wo du in amelie Situation kämpfst, so aus der Jünger, also jefte zu eten, und sie sagen, das ist allmählich. Der Herr, uns Hersteller, der Jeft in Überfluss. Er sagt in Johannes 1, Vers 16, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, zwar Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle, das meint nicht aus seiner Schicksal. No, Fülle, aus seiner Fülle haben wir nur auch von dir gekriegt. Du möchtest, wie im Reich Gottes schaffen können.
dummet wie erkennen, wie sie ein Verdäuler von dort, wo Tjömel wat alle waren. Ich möchte das nochmal betonen, dort, wo Tjömel alle waren. Du kostet Jesus seine Gnade in seinem Sinn Brot nicht ausschalten. Das ist immer genug zu verdäulen. Wie eine Frau, die stimmt am Meer, und sie kickt so im Meer nennen, und sie rohrt durch, und sie kickt bloß wahlen und wahlen und wahlen. Und dann kommen sie Frauen und Frauen, warum bist du so traurig, warum rohrst du? Sag sie, ich finde das so wunderschön, mal was zu sein, von was das so, so viel geben wird. Wer mehr je was, dass der wollt. Man checkt und checkt und checkt und das Wutter, Wahl. Das sei ja viel. Es ist nicht auch schön, Gott seine Gnade so zu sein. Seine Gnade hat kein Eng. Wohin wird wie versehen, wird herzustellen, wird selbst zu bühen, während er gesagt hat, je sind bloß Kanäle, je sind heuwortet herstellen, und unser Abgabe ist, dort wieder zu geben an den Nächsten. Wird ja manchmal du, wo wir denken, nüsst die Geschichte durch. Also nüsst kaputt. Du fangst dir erstmal richtig an. Denken wir bloß an Jesus. Aus Jesus den Liedensweichung, aus Jesus verpitcht ward, aus Jesus am Weichen Golgatha jing. Für den Menschen der Raum läutet wirklich schwierig. Sie sahen, diese Geschichte kommt nicht in ein. Und als sie schon Kriegs genäht wird, dann dachten sie, nüsset in ein. Und wir leben von der Zeuge davon, dass du fangst erstmal richtig an. Von der ist es nicht anders. Wo wir manchmal denken, die Geschichte geht ab. Wenn wir dort wollen, in Gottes Hand leihen und nicht seine Hand nehmen, dann fangen sie erst richtig an. Gut passend, als wäre wir stunden zum Beten. Herr Jesus, wir erkennen dort, dass wir ein Denken haben von Wort Bühen, von Wort Herstellen, von Wort, was wir kennen dort. Weil wir erkennen dort, wir kennen nicht. Und wir sind so dankbar, dass du dort kommst und dass du dort was vermehren und dass du uns genug was geben, damit wir verdäulen können. Unser Abgabe ist immer wahrer zu verdäulen. Nicht zu bühen. Ja, zwar bühen wir mit dir die Gemeinde, aber wir nehmen dort deine Hand, nicht mit unserer Hand. Herr, verjäfft dort, wie manchmal so selbstständig sind, als ob die Jünger wären. Und es steht dort unter Denken, dort wie mit den Schöpfer dieser Welt, dort wie mit den Messias gehen, dann checken wir so manchmal ab unsere Schwächen. Und wir vertrauen, so ist dein Wort dort sagt, deine Hand, ja, wie in Fülle nehmen und du dank wie die Fähr und wir wollen dort jeden verdäulen. In Jesu Namen. Amen. Jeder in den Tod sagen.